Mein Name ist André Ahrens für Koi-Pond. Was ist eigentlich, wenn ihr grünes, trübes Wasser habt? Dann habt ihr eine Schwebealgenblüte. Die kann entstehen durch Nährstoffüberschuss im Teich. Wo kommen die Nährstoffe her? Die kommen zum Beispiel durch Blütenpollen, durch die Fische, die im Teich sind, Futterreste, die im Teich sind und zum Beispiel Füllwasser, was Phosphate enthält. Das sind überall Nährstoffe. Selbst wenn ihr einen Eimer Wasser in den Garten stellt mit frischem Leitungswasser, auch der wird irgendwann grün. Was kann ich nun gegen diese Schwebealgen machen? Ich kann eigentlich an einem Teich mit Fischbesatz nur vernünftig mit einer UV-Lampe arbeiten. Die verklumpt diese Algen, sodass sie absterben und dann mit abgefiltert werden können. Die reine Schwebealge, so wie ihr seht, ist leider durch den Filter nicht filtrierbar. Also ausreichende UV-Lampen einsetzen und immer dran denken, die Birne muss einmal im Jahr gewechselt werden. Ja, wir hoffen, unser Video hat euch gefallen. Lasst uns euren Daumen da, abonniert unseren Kanal und wir haben Lust, weitere schöne Filmchen für euch zu machen.